Willkommen aus Taiwan, wo wir für nur 120 Euro ein Zenfone kaufen können von Asus, das neueste Modell, das in Europa auch bald erscheint. Wir sehen können im Hintergrund, wir sind hier noch beim 101, eines der größten haben wir hier so ein paar kleine schöne Icons. Auf der Rückseite können wir noch ein bisschen technische Daten ablesen und hier steht dann nochmal Intel Inside drauf, denn hier ist der Z2580 Prozessor, glaube ich, drin. Das Ganze auspacken, seht ihr hier gleich das Telefon selbst natürlich hier in der Verpackung drin. Das nehme ich jetzt einfach mal kurz raus und wir schauen uns den Rest an, den wir hier doch drin finden. Allerdings wird uns hier keine große Überraschung erwarten, denn zum Beispiel also hier in Taiwan natürlich auch mit diesem schönen Stecker, ein In-Ear-Kopfhörer und schauen wir uns das Gerät schnell an, denn es fängt immer stärker an zu regnen. So, lassen wir es hier kurz rausgleiten. 5 Zoll Full-HD-Bildschirm, 8 Megapixel, Pixelmaster-Kamera hier auf der Rückseite mit einem Flash und Micro-USB, An- und Ausschalter, Lautstärkeregler, Kopfhöreranschluss und der Monsunregen geht hier los, aber trotzdem können wir es noch ganz kurz hier bedienen. Ist natürlich schön schnell, aber im Hands-on-Video dann dazu mehr. Jetzt noch kurz, ich will euch die Rückseite zeigen, denn das ist ja ein Dual-SIM-Gerät, für den Preis durchaus nicht schlecht. Machen wir mal hier die Rückseite ab und dann seht ihr gleich, dass wir die in Akku, der 2200 mAh hat, nicht austauschen können. 2 SIM-Karten können hier aber rein und eine Micro-SD, mit dem wir die 8 GB Speicher erweitern können. Genau, und das war es eigentlich auch schon mit dem ganz kurzen Unboxing. Ich verziehe mich jetzt ins Trockene. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr das zugeschaut habt. Das war das Zenfone 5 hier aus Taipei.